Andere fahren schön an die Algarve oder nach Spanien. Ihr habt uns nach Duisburg geschickt. Auf den ersten Blick jetzt nicht so die Pracht. Wir glauben, dass Duisburg auch noch andere Seiten hat und die wollen wir jetzt entdecken. So, jetzt sind wir hier im Landschaftspark Duisburg Nord und schauen uns hier das schöne Gelände an, was um die ehemalige Hüttenlandschaft entstanden ist. Hier sind überall so große, alte Geräte, Hütten. Und wir sind jetzt total gespannt, was die Leute, die hier alle abhängen, eigentlich davon halten und an was sie sich so erinnern. Was weißt du denn hier über die Region? Ganz ehrlich, nicht viel. Was ist denn das Besondere hier an dem Park? Das ist der Hochofen, den man betreten kann. Der ist ungefähr 60 Meter hoch und man hat dann eine gute Sicht über die Stadt. Das wäre doch mal interessant für euch. Die Müllverbrennungsanlage. Ich mag Duisburg. Wenn du einfach so siehst, die Stadt, die kann händeringend Geld gebrauchen. Ich glaube, wir sind die zweitärmste Stadt in Deutschland. Ruhrpott ist ja allgemein bekannt als Zeche, also Zechenstadt. Das macht sie auch hässlich, finde ich. Also es ist ja jetzt nicht so eine Touristenstadt, sondern eher Industriestadt. Ich würde dennoch Leuten empfehlen, hierhin zu kommen, vielleicht zum Forum, aber die anderen Stadtteile würde ich ganz und gar nicht empfehlen. Also wir gucken uns das jetzt mal an und wir nehmen jetzt diese Straßenbahn. So, du bist eine richtige Duisburgerin, du bist hier geboren. Ja. Wie ist es denn so hier? Was gefällt dir an der Stadt? Also Rheinpark oder Stadtmitte, so die Orte gefallen mir. Was kann man da so unternehmen? Am Rheinpark chillen wir meistens und in der Stadt gehe ich shoppen. Und gibt es auch irgendwelche schlechten Aspekte an Duisburg, die dir nicht so gut gefallen? Hochwelt? Ja. Ich bin ja aufgewachsen, ich bin ein Duisburger und vor allen Dingen, ich suche den Kontakt zu den Leuten. Ne, darum bleibe ich hier in Duisburg. Wenn wir zusammenhalten, zusammen daran arbeiten, können wir was aus Duisburg noch was machen. Ich bin jetzt am Theater und ich treffe mich hier mit dem Leiter für Schauspiel, Michael Steindl. Wie kam denn die Idee zum Spieltrieb? Ich glaube, es war wichtig für Duisburg auch sozusagen das Theater für junges Publikum zu öffnen. Wir machen mindestens 2 Projekte im Jahr, wo jeder mitmachen kann und für jedes dieser Projekte entsteht ein neues Ensemble. Gestern habt ihr das Stück Rosige Zeiten aufgeführt, das war ausverkauft. Junge Leute, die so versuchen, ihren Weg zu finden und sich Gedanken machen über die Zukunft. Es haben sich 17 junge Menschen dafür gemeldet, zwischen 15 und 27 Jahren. Und aus deren Geschichten heraus ist dann dieser Theaterabend entstanden. Der Titel Rosige Zeiten hat natürlich auch eine ironische Komponente, weil die Zeiten, in denen wir leben, sind ja nun auch nicht unbedingt die rosigsten. Sagst du mal was zu deiner Figur, die du gespielt hast bei Rosige Zeiten? Was hat die so für Probleme? Ich bin ein bisschen ein besonderes Ensemblemitglied, weil ich nicht mitgespielt habe, sondern mir mal die andere Seite anschauen wollte, nämlich halt mal hinter der Bühne sein und habe dann Regieassistenz quasi gemacht. Und wenn du jetzt auf einmal Regisseur von Duisburg wärst, was würdest du denn anders machen in der Stadt? Also was ich immer sehr schade finde, ist halt, dass es gibt Projekte in Duisburg, die ich eigentlich an sich nicht schlecht finde, aber die werden einfach nicht fertiggestellt. Da fehlt dann das Geld oder dann ist Fusch am Bau oder so. Du bist in Duisburg aufgewachsen. Ich bin in Duisburg-Comberg bin ich aufgewachsen und Duisburg hat einige Freizeitangebote, Sport, es gibt viele Vereine, Fußball, Basketball. Ich bin ein Fußballliebhaber, ich habe mit Fußball angefangen. Und es gibt so einen Spruch, der heißt Duisburg, irgendwie hässlich, aber doch so schön. Und ich glaube, das passt